So, das würde 1 bis 3 Jahre dauern. Das heißt, alles, was die jetzt an Ressourcen produzieren, was schon eine ganze Menge sein dürfte. Ah, sie können wieder Fabriken bauen. Das ignorieren wir jetzt mal das Ganze. Löschen. Da wir jetzt hier langsam wieder an unser Bevölkerungslimit rankommen, können wir jetzt auch wieder Fabriken bauen. Also, wir hätten gerne Fabrik. 100 Stück. Schafft er. 200 Stück braucht 2 Jahre. 200 Stück wäre auch schon fast zu viel. Bergwerke sind wir immer noch über Maximum. Okay. Die anderen Schiffe sind alle unterwegs. Keine Aufträge mehr hier. Also F9. Santa Maria 17 hat den Befehl, Sansibar zu kolonisieren. Du hast jedoch vergessen, Kolonisten mitzubringen. Nein. Und wir haben nur noch 36 Treibstoff. Ja. Dann fliegt mal 14 Jahre zurück. Was ist mit euch? Habt ihr Kolonisten dabei? Ja. Ja. Wir hatten doch alle Santa Maria zusammen in einer Flotte gehabt. Die wurden in einer Runde produziert. Also hatten wir hier 5 stehen. Dann habe ich alles vollgeladen mit Kolonisten und danach haben wir sie alle aufgeteilt. Also hätten auch eigentlich alle Kolonisten haben müssen. Das ist komisch. Oh, na gut. Oh, und ich habe Beauregard vergessen. Ah, okay, es war ein ganz anderes Schiff. Diese Santa Maria gehörte zu diesem Fünfertrupp. Das heißt, du kannst jetzt dahin gehen und da kolonisieren. So. Du fliegst zurück, lädst dich mit Treibstoff voll, lädst dich mit Kolonisten voll und fliegst dann dahin. So, nächste Nachricht. Santa Maria 17 hat den Befehl ausgeführt und deine Raumstation bei Simple wird alle Aufträge noch dieses Jahr ablegen. Wir könnten mehr Fabriken bauen, aber das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Also gehen wir da mal um eine hundertstel Stelle runter und produzieren jetzt Verteidigungsanlagen. Okay. Equeius hat Ressourcen. Braucht noch jede Menge mehr Fabriken und mehr Bergwerke. Also lassen wir das so. F9. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Oh, das ist wichtig. Kiche. Parteien 2, Einheiten 6, eigene 5, feindliche 1. Das wird wieder eine Drohne sein. Gucken wir mal. Du hast 65 Verteidigungsstellen auf Simple errichtet. Sehr gut. Equeius hat alle Aufträge abgeschlossen. Die Auftragsliste ist leer. Dann erhöhen wir doch mal die Bergwerke und die Fabriken. Fabriken kann noch 1000 Stück bauen. Okay. Wo ist die Schlacht? Es war eine Raumschlacht statt. Deine Flotte, 5-mal Zerstörer leicht, zerstörte einen Voyeur von den Trizioiden ohne eigene Schäden. Die haben ja. Sind das 2 Augen mit Augenbrauen drauf? Na, das sind die Trizioiden, die wir weggebombt haben. Ja, aber es waren ja auch keine richtigen Gegner, es waren nur die Scouts. Also, wir haben jetzt schon 2 verschiedene Scouts abgefangen, aber noch keine Kampfraumschiffe. Das ist ein gutes Zeichen oder ein schlechtes. Wenn die jetzt alle auf Wirtschaft gehen und gar keine Verteidigung gebaut haben und wir unsere Ressourcen mit den Kreuzern da verschwendet haben, das wäre nicht so gut. Aber lieber sicher, als überrannt zu werden. Also das war's mit den Nachrichten? Nein, da ist noch was. Wrack deiner Schacht, nach deiner Schlacht bei Kische haben deine Forschung im Bereich Elektronik um 2066 Ressourcen beschleunigt. Wow. Okay, die können mich öfters angreifen. Aber sehr cool. Also wenn wir gegnerische Raumschiffe zerschrotten, also zerstören, können wir die Wrackteile analysieren. Also jetzt hatten wir halt den Vorteil, dass sie uns direkt auf dem Planeten angegriffen haben. Sonst hätten wir wahrscheinlich da Transporter hinschicken müssen. Aber sehr cool, da werde ich auf jeden Fall dran denken. Weil 2000 Ressourcen sind nicht zu verachten. Deine Wissenschaftler haben die Forschung zum Erreichen von Tech 5 im Bereich Elektronik abgeschlossen. Sie setzen ihre Anstrengungen im Bereich Konstruktion fort. Oh, da haben wir eben eine ganze Stufe geschenkt bekommen. Opossum-Scanner. Stealth-Tarnung. Und Simple wird dieses Jahr das abschließen. Erstmal ganz kurz zu der Forschung.
Konstruktion ist immer noch in Arbeit, ist nächstes Jahr fertig, nächstes Forschungsgebiet sind Antriebe. Und wir haben gerade, sind das sogar zwei Level gewesen? Ne, nur eins, glaube ich. Wir könnten nächstes Level schon das Spielauge 220 bekommen. Aber nee, erstmal den hier. Danach die Antriebe, damit wir schneller vorankommen. So. Simple hat also nichts mehr zu tun. Bevölkerungslimit ist noch nicht erreicht, fehlen noch 400.000. Fabriken sind wir am Cap, Bergwerke sind wir am Cap. Ich baue aber trotzdem noch weiter Fabriken, da wir ja noch 400.000 Einwohner bekommen werden. Verteidigungsanlagen 20, dann sind wir auch auf dem Maximum. Und jetzt sollten wir irgendwas anderes noch bauen. Also entweder Ressourcen umwandeln oder Zerstörer bauen, die normalen. Aber nee, komm, wir warten jetzt noch eine Runde und dann bauen wir die ganz großen Schiffe. Also die eine Stufe höheren Schiffe. Das heißt, wir sagen jetzt Erztransformation hinzufügen. 50 Stück. So, okay. Und jetzt haben wir noch die ganzen Voyeure hier. Ihr. Euch teilen wir alle auf. Schicken ein. Dahin. Ein dahin. Ein dahin. Ups, da ist einer doppelt. Also 26 haben wir. 25 haben wir da. 24 geht dahin. 27 geht mal dahin. 28 geht mal nach da unten hin. So, dass wir allgemein ein wenig mehr Abdeckung hier haben. Auch wenn es uns nicht allzu viel bringt. Aber dadurch entdecken wir die Gegner vielleicht eine Runde vorher. Aber ich hoffe mal, dass wir später einfach bessere Scanner haben für die Voyeure und das dann nach und nach immer mehr erweitern können. So, Nachrichten sind alle durch. F9. 20 Verteidigungsstellung auf Simple. 9 Kilotonnen Erze. Wir haben Konstruktion abgeschlossen. Wir können jetzt die Fregatte bauen, den B-17 Bomber bauen. Wir haben Beauregard kolonisiert. Go to. Fabriken, Bergwerke, soweit okay. Weiter. Beauregard wurde automatisch terraformt. Und Change of Heart 10 ist momentan nicht in der Lage, den Wert von Beauregard über 34% hinaus zu verbessern. Okay. Da halten wir jetzt mal ein Auge drauf. Und das war's. Nee, das war's nicht. Jetzt gehen wir nämlich in den Schiffsdesigner. Verfügbare Baupläne. Wir hätten gern die Fregatte. Bauplan kopieren. Was für Symbole haben wir da? Oh, der sieht doch schick aus. Ja, die nehmen wir doch mal. Wir hätten gerne einen Antrieb. Wir haben bis zu zwei Scanner. Was haben wir denn hier für Unterschiede? 150 Lichtjahre. 125 Lichtjahre kann aber auch Planeten erforschen. Kann der hier auch. Das sind wohl alles die Upgrades. Jede Stufe ein neuer Scanner. 150 Lichtjahre. Braucht aber auch 18 Ressourcen. Und die sind ja eigentlich nur zum Verteidigen da. Also müssten wir gar keinen Scanner reinsetzen. Aber ein Scanner kostet ja fast gar nichts. Eins. Ja komm, die kriegen alle wenigstens die Minimalscanner. So, Schilde oder Panzerung. Wir haben sehr gute Panzerung. 175. Unsere Schilde müssten nicht so gut sein. Nö. Also wir setzen lieber die Panzerung rein. Eins, zweimal Panzerung. Allgemeinen Zweck bis zu drei. Wir haben leider keinen Slot für die Zielerfassung. Das heißt, was tun wir hier rein? Oh, wir könnten Minenleger bauen aus der Fregatte. Moment mal, abbrechen. Vorhandene Baupläne. Wir nehmen den Privateer. Allgemeinen Zweck. Wir können den Privateer auch zu einem Minenleger machen. Frachter? Nein. Ja, die anderen Schiffe nicht. Bergbauschiff? Nö, auch nicht. Aber ja, den Privateer. Aber der große Frachtraum bringt ihm nichts. Und er kostet sehr viel Uranium. Fregatte kostet weniger als der. Also Fregatte kostet 4, 2, 4, 12. Privateer viel, 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 viel mehr. Also nehmen wir die Fregatte und machen daraus jetzt mal einen Minenleger.
Bauplan kopieren. Minenleger. So, kriegst also deinen Antrieb, kriegst deinen Minimalscanner, kriegst keine Schilde, keine Panzerung. Dafür kriegst du Minenverteiler 50. 1, 2, 3 Mal. Brauche jetzt auch recht viele Ressourcen, primär wegen den Minenverteilern, denke ich mal. Ja, die brauchen die ganzen. Und okay. Damit dann beschützen wir jetzt alle unsere größeren Planeten mit Minenfeld. Das heißt, wir brauchen 4 Stück davon. Jetzt machen wir nochmal einen Bauplan. Verfügbare Baupläne. Fregatte. Bauplan kopieren. Und jetzt bauen wir nochmal den Angreifer. Beziehungsweise den Verteidiger. Verteidiger. So. Der kriegt auch nur den Minimalscanner. Die Scanner bringen auch nichts im Nahkampf als Bonus, oder? Nee. Die sind echt nur dazu da, auf der Karte weiter gucken zu können. Nö, das brauchen wir nicht. Grashüpfer kann rein. Organische Panzerung kann 2-mal gleich rein. Und da wir keine Zielcomputer haben, bin ich versucht, auf Nahkampfwaffen zu gehen. Weil die treffen anscheinend immer. Hier steht jedenfalls keine Trefferchance. Hier steht Genauigkeit nur 35. Das heißt, jede dritte trifft nur. Das ist nicht besonders viel. Also nehmen wir die Strahlenlaser. Steuerung, so. Also, 3-mal Strahlenlaser, Panzerung. Dann nehmen wir mal ein anderes Bild. Obwohl, nee, das war... Ja, das passt auch zum Laser. Okay. Also haben wir hier unseren Verteidiger. Hier haben wir unseren Minenleger. Ah, ich sollte den anders benennen. Verteidiger. Erstmal die Klammern weg, die haben wir bei keinem anderen. So, Verteidiger. Laser. Fertig. So simpel. Du brauchst uns jetzt bitte Minenleger. Ändern. Und zwar 1, 2, 3, 4 Stück. Also, ein für Simpel, ein für Wallaby, ein für Aquarius, ein für Kiche und eigentlich noch ein für Nether Region. Der dürfte ja eh die beiden anderen Planeten auch mit abdecken. Also kommt noch ein Minenleger. Okay. F9. 5 neue Schiffe mit dem Typ Minenleger. Go to. Alle aufteilen. So, du fliegst bitte nach Wallaby. Das ist Minenleger 23. 29 fliegt bitte nach Nether Region. 30 fliegt nach Aquarius. 31 fliegt nach Shrine. Nee, nach Kiche. Shrine muss weg. So. Und der 32er bleibt hier mit dem Auftrag Minenfeld anlegen. Unendlich. Was war hier noch? Nö. Das müsste so eigentlich in Ordnung sein. Okay, vorwärts. Wir haben Erze transformiert. Wir haben Antriebe abgeschlossen. Ein seltsames Handelsschiff, der uns bekannt. Hat den uns bekannten Raum erreicht und übermittelt ein Angebot. Oh, das ist ein Zufallsereignis. Der fliegt von da links an uns vorbei. Aber über die habe ich schon was gelesen, die sind irre schnell. Ja, der Händler fliegt mit Warp 12. Das wird sehr schwierig sein, ihn abzufangen. Sind unsere Transporte eigentlich inzwischen angekommen? Zerstörer leicht. Hatten wir nicht hier mittlerer Frachter. 10 Stück. Ja, die sollten eigentlich mal nach Hause fliegen. Brauchen dafür 6 Jahre. Wo ist dieser komische Händler in 6 Jahren? Der ist bestimmt schon einmal durchgeflogen. Go to. Also, in einem Jahr ist er da. 2 Jahre da. 3, 4, 5, 6. In 6 Jahren sind wir da. Das könnten wir schaffen. Aber ich weiß nicht, ob wir noch Erze haben. Im Forum stand drin, dass man die mit Erzen beladen muss. Sogar mit recht vielen. Und dann die abfangen. Die können aber jederzeit recht spontan die Richtung ändern und die Geschwindigkeit. Also sind sie recht schwer zu erwischen. Wenn man sie aber dann erwischt und genug Erze dabei hat, kann man
sehr, sehr mächtige Technologie von denen bekommen. Oder Schiffe. Aber ja, das probieren wir erstmal. Wir schicken jetzt unsere Frachter zurück nach Simple, laden die dann voll mit Erzen und schicken die hier unten hin, sofern das Schiff bis dahin nicht die Richtung geändert hat. So, was haben wir noch für Nachrichten? Mittlerer Frachter hat alles entladen, entladen, entladen. Ganz viele Kolonisten entladen auf Deneb. Was sagt Deneb? Deneb sagt, ändern. Deneb sagt, er baut erstmal Bergwerke, weil er keine Ressourcen mehr hat. Fabriken könnte er auch keine bauen. Ja, ist okay. So, nächste Nachricht. Mittlerer Frachter hat alle Befehle ausgeführt und hat schon neue Befehle bekommen, nämlich zurückfliegen. Und Change of Heart war nicht in der Lage, Beauregard zu verbessern. Das filter ich jetzt mal aus. Ich hoffe, es gibt eine andere Nachricht für, er hat es geschafft und die wird dann nicht gefiltert. Darauf warte ich ja immer noch, weil vorher werde ich die nicht großartig einsetzen, diese Change of Heart, wenn ich nicht weiß, dass sie auch wirklich funktionieren bei unseren eigenen Kolonien. So, unsere Scanner sind alle auf dem Weg nach draußen, auch wenn sie noch nicht die besten Scanner dabei haben. Und wir machen erstmal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge gucken wir dann, wie das wird mit dem Händler da unten. Also bis gleich.